barbe à André Citroën. Les flocons dans les cheveux, une petite fille en pleurs se promène. Détends tes yeux, je te cherche un peu. Sous mes deux pieds, les feuilles font une valse. Les amants me regardent, entends tous mes baisers qui se croisent. Derrière le jardin japonais. Herzlich willkommen zur Sendung Das Vorspiel. Sebastian und ich werden Sie heute durch die Sendung führen. Dabei zeigen wir Ihnen die Resultate des TV-Grundlagenworkshops. Auf dem Lehrplan standen die Themen Kameratechnik, Schnitttechnik sowie Tontechnik. In der Sendung sehen Sie zwei Beiträge, die jeweils von einem Interview gefolgt sind, in denen wir ein paar Fragen über dieses Thema stellen. Es geht jetzt auch schon los mit dem ersten Beitrag über das Container. Das ist Milena. Sie ist Studentin und ihr sind alle Lebensmittel ausgegangen. Auch ihr Kühlschrank hat schon einmal bessere Tage erlebt. Aber Geld ist für diesen Monat keines mehr übrig. Doch sie hat eine zündende Idee. Containern. Was das ist, erklärt euch der Ökonom Dominik Marco. Mein Name ist Dominik Marco und ich bin Ökonom. Ich beschäftige mich mit der Lebensmittelsituation in Österreich. Unter dem Begriff Containern versteht man die Mitnahme von genießbaren Lebensmitteln aus Mülltonnen. Allein in Österreich werden jährlich 157.000 Tonnen genießbare Lebensmittel entsorgt. 16% davon sind Brot. Damit könnte man die ganze Stadt Graz versorgen. Hallo Mario, schön, dass du da bist. Es geht ja ums Containern bei uns heute. Wie bist du denn überhaupt dazugekommen? Ja, hallo. Ich bin zum Container gekommen vor ungefähr 3 Jahren in Salzburg. Damals hat es angefangen, dass ich würde sagen, ja, die ersten Personen in Salzburg wirklich viel Lebensmittel aus den Containern rausgeholt haben. Und da habe ich ein bisschen was mitbekommen, habe dann mit meiner WG so gesagt, ja, wir probieren das mal aus. Wir haben damals auch uns auch entschlossen, dass wir ein bisschen weniger für Essen ausgeben wollen an Geld. Und so bin ich dazu gekommen, ja. Und wie gehst du dabei vor? Hast du eine spezielle Strategie oder wird das alles spontan geregelt? Und wie machst du das überhaupt alles? Also zuerst einmal würde ich jedem, der damit anfangen will, mal empfehlen, dass er mit Leuten redet, die das bereits machen. Also ich hole mir auch immer Tipps von Personen, die in dem Stadtteil wohnen oder vielleicht da und da schon mal waren. Und dann schaue ich einfach selber mal vorbei. Schau, ob die Container vielleicht draußen stehen oder eingesperrt sind und bewerte dann einfach selber, ob ich da jetzt was rausholen will oder nicht. Und wie oft gehst du dann unter der Woche zum Containern? Kommt drauf an. Also wenn ich Lust habe, gehe ich schon mal so, ja schon so alle 2 Tage. Gehe ich schon so alle 2 Tage und manchmal passiert es, dass ich dann 2, 3 Wochen gar nicht gehe. Und was war bis jetzt so dein bestes Erlebnis, dein tollstes, was du dir total gut gemerkt hast? Also toll ist immer, wenn man Mitarbeiter trifft, die freundlich sind und die respektvoll sind. Und toll ist natürlich auch, wenn ganz, ganz viel frische Sachen, frisches Obst, frisches Gemüse drin ist, wo ich mich dann die nächste Woche drüber freue. Und dein schlimmstes Erlebnis? Mein schlimmstes Erlebnis, ich habe mich mal an einer Glasflasche geschnitten. Was war noch schlimm? Ja, vielleicht, dass man in tiefe Container reinsteigen muss, das ist auch nicht so schön. Aber sonst ist es eigentlich eher ein positives Erlebnis als negativ. Und hast du irgendwas Besonderes mal gefunden beim Containern, was du jetzt immer noch hast vielleicht oder irgendwas Spezielles? Also ich persönlich habe mal Laufschuhe gefunden, die ich dann auch weitergeschenkt habe. Sonst auch so exotische Sachen wie abgelaufenes Bier oder so. Ja. Ja gut, das war's dann auch schon wieder. Vielen Dank, dass du da warst und viel Erfolg weiterhin. Danke dir. Was halten Sie vom Thema Containern, Lebensmittel aus dem Müll wieder rausholen?
eigentlich für den, der was macht, finde ich es total okay. Und ich denke mal, dass sie Menschen überlegen sollen, was kaufen und nicht so viel wegwerfen sollen. Okay. So sehe ich das, weil Lebensmittel ist eigentlich ein kostbares Gut. Ich habe nicht wirklich Erfahrung damit gemacht oder ich kenne das eigentlich auch nicht wirklich von meiner Umgebung her. Also, aber es ist vielleicht irgendwie eine Alternative, um sich durchzuschlagen, um irgendwie Geld also zu sparen, wenn man keins hat, obwohl ich es selber, glaube ich, nicht unbedingt machen würde. Ich finde es super, wenn Leute was loswerden wollen und andere Leute das gut brauchen können. Finde ich, sollte man das nicht als seinen Besitz dann anzeigen, wenn es sowieso schon im Müll liegt. Ja. Ich finde eher, dass man das etablieren sollte und dazu, also das nicht in den Müll schmeißen sollte, sondern das direkt an die Leute, die es brauchen, abgeben sollte. Irgendeine Institution dazu aufbauen. Okay. Ja. Ich habe es selber schon mehrfach gemacht und finde es gut. Ich finde es schade, ich verstehe, dass es Ablaufdaten gibt und ich verstehe die Sinnhaftigkeit davon und verstehe, dass ein Supermarkt gezwungen ist, die Sachen dann praktisch aus dem Sortiment zu nehmen. Allerdings habe ich selber schon sehr viel Container aufgemacht, wo Sachen drin waren, die absolut okay waren und wo ich nicht verstanden habe, warum die im Müll landen müssen am Ende. Und warum es da, also soweit ich das weiß, ist es wohl gesetzlich auch so, dass man die dann nicht mehr abgeben darf an irgendwelche Tafeln oder so, wenn die Sachen schon mal abgelaufen sind. Finde ich aber nicht okay. Also ich finde, es war viel sinnvoller, das dann, weiß ich nicht, vielleicht schnell prüfen zu lassen, ob die Sachen nur okay sind und wenn, die dann irgendwelche Zwecke zuzuführen, die halt, wo halt jemand was hat davor und nicht Lebensmittel wegschmeißen. Sorry, wo leben wir eigentlich? Ich habe jetzt hier Milena und Dominik im Studio und ich stelle euch jetzt ein paar Fragen. Und zwar, wie seid ihr auf dieses Thema gekommen? Mich hat das Thema eigentlich schon immer interessiert. Das Thema ist auch recht aktuell und ich habe schon öfters in Foren drüber gelesen, da es ziemlich viele Leute machen, also Containern. Und ich habe mir gedacht, ja, wenn uns nichts Besseres einfällt, dann können wir Container nehmen. Ist recht spannend, das Thema. Ja, was haltet ihr davon und würdet ihr das selber auch machen? Philipp, das ist eine sehr gute Frage. Also, die kann ich mit einem klaren Ja beantworten. Dadurch, dass ich mich beruflich damit beschäftige, mit diesem Thema, habe ich das natürlich selber auch schon ausprobiert und ja, würde ich machen. Ja. Oder mache ich. Und Milena, was hältst du davon? Ich finde es eine gute Sache. Man muss nicht wirklich alles wegschmeißen. Es gibt zwar Ablaufdaten, die bestimmte Supermärkte einhalten müssen, aber ich finde, Menschen, die Geld sparen wollen oder die nicht so viel Geld haben, die können wirklich darauf zurückgreifen. Und ich werde es vielleicht auch mal ausprobieren, habe ich sogar vor. Ja, so, jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, wieso habt ihr den Grundkurs hier besucht? Okay, also ich versuche das Ganze relativ kurz zum Halten. Dadurch, dass ich zurzeit versuche, meine Komfortzone etwas zu erweitern im Bereich Bühnenarbeit, Kameraarbeit, Radio, Mikrofonarbeit, habe ich im Internet gesucht, welche Möglichkeiten das es gibt und bin dann auf FS1 gestoßen, auf das Angebot, auch mit den vielen Workshops, was angeboten werden. Und das hat mir auf den ersten Anblick sehr gut gefallen und habe mich gleich angemeldet zum Infoabend und ja, bin dann hier gelandet. Okay, du Milena? Ich mache hier beim FS1 ein Praktikum und wurde spontan eingeladen, hier mitzumachen und bin sehr zufrieden und glücklich darüber, dass ich ein Teil sein durfte. Okay, dann sehen wir jetzt auch schon den zweiten Beitrag und der geht über Longboards. Und wir befinden uns hier jetzt beim Four Seasons und interviewen jetzt einen Mitarbeiter. Wie viele Longboards verkaufen Sie ungefähr pro Tag? Also das ist unterschiedlich, aber grundsätzlich 10 Longboards ungefähr am Tag kann man sagen. Also so kann man es eingrenzen. Ja, verkauft ihr mehr oder sinkt der Verkauf eher? Also die Tendenz ist schon eher steigend, jetzt gerade beim Longboard-Boom. Also da wird schon eher mehr. Und mit der Konkurrenz, ist die ziemlich stark oder ja? Also über die Konkurrenz jetzt, ich meine,
von Langwart her glaube ich, dass wir schon jetzt am stärksten aufgestellt sind. Und wir merken jetzt nicht viel von der Konkurrenz, sagen wir so. Also die Hauptkonkurrenz ist eher im Online-Bereich, sprich jetzt Internethandel, solche Sachen, weil uns das halt einfach ein bisschen die, ja, also das ist eher die größere Konkurrenz. Verkauft ihr mehr Longboards hier im Geschäft oder eher im Internet? Also wir persönlich haben keinen Internetshop, das heißt wir sind nur stationär und verkaufen wirklich nur im Geschäft selber. Aha, gibt es bei euch Spezialanfertigungen oder? Spezialanfertigungen direkt nicht. Wir können Boards zusammenstellen mit verschiedenen Komponenten, sprich Achsen, Rollen, Kugellager und eben ein Deck selber aussuchen. Ja, da gibt es genug Möglichkeiten, aber Spezialanfertigungen jetzt selber leider nicht. Ja, dann bedanke ich mich und das war's aus den Four Seasons. Hallo und ich interview jetzt Herrn Lackinger und... Du kannst ruhig du zu mir sagen. Ja, also wie lange hast du schon dieses Longboard? Oh, das habe ich jetzt seit einem Monat. Und kannst du gut oder noch eher schlecht fahren? Ja, noch eher schlecht, weil man wird immer besser. Finden Sie Longboardfahren lustig oder anstrengend? Es ist auf jeden Fall lustig, weil... Es ist einfach diese, man kommt schnell von A nach B und man muss nicht laufen. Würden Sie Longboardfahren weiterempfehlen? Ja, auf jeden Fall. Es macht irrsinnig Spaß und wenn es nicht sein kann, kann man sich ja auch mal im Internet ein gebrauchtes, wenn man nicht zu viel Geld zur Verfügung hat. Und das war's von Herrn Lackinger. Hallo und wir sind jetzt hier in Salzburg auf der Straße und interviewen ein paar Leute über ihre Longboards. Seit wann hast du das Longboard? Kurz vor Ostern, eine Woche vor Ostern habe ich es bekommen. Wie oft bist du in der Woche mit dem Longboard unterwegs? 3-mal circa. Und wo? In der Stadt oder? In Puch bei Hallein, in der Nähe vom Wohnen. Gefällt dir das Longboarden? Ja, ziemlich. Würdest du ein Longboard weiterempfehlen? Auf jeden Fall. Nein. Nein, Sebi, finde ich jetzt nicht. Ich sehe, dass du filmst. Das war ein richtig tolles Video, Sebastian und Philipp. Habt ihr sehr gut gemacht. Eins würde mich interessieren, wie seid ihr überhaupt auf das Thema gekommen, Longboard? Also ja, es herrscht im Moment der Longboard-Boom und ich habe mir selbst ein Longboard zugelegt und da dachte ich mir, ich hole mir mal den Semi und dann haben wir diesen Beitrag gedreht. Und was würdet ihr Leuten raten, die sich ein Longboard holen wollen? Ja. Immer auf den Preis auch achten und auf die Qualität eben, wie gut es Kurven schneiden kann und so weiter. Was würdest du ihnen raten, Philipp? Ich würde raten, man sollte niemals ein Eichenboard nehmen, weil Eiche sich nicht durchbiegt. Es ist halt etwas fester und Bambus halt einfach eine bessere Faser. Und hattet ihr vor diesem Kurs schon Erfahrungen mit Kamera- und Schnitttechniken? Ja. Ein bisschen, ja. Und welche? Jetzt im Sinne von Erfahrungen? Mhm, oder? Allgemein. Ja,
wir waren halt gemeinsam beim Kinderrechtspreis 2014. Da war auch viel Moderation, Schnitt und Kamera zum Tun. Und auch Mini Salzburg war, ja, man kommt halt viel, auch wenn man so man bekommt immer mehr Erfahrung. Und du, Sebastian, hattest du auch schon Erfahrungen mit Kamera und Schnitt? Ja, ich war eben auch beim Kinderrechtspreis dabei. Ich habe dort die Kamera gemacht. Schneiden kann ich jetzt nun nicht so gut, aber Kamera geht schon bis zu und so. Dann danke ich euch beiden. Bitte. Rancard, Robard, André, Citroën. Les flocons dans les cheveux. Une petite fille en pleurs se promène. Détends tes yeux. Je te cherche un peu. Sous mes deux pieds, les feuilles font une valse. Les amants me regardent. Das war es auch schon mit der heutigen Vorspielsendung. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und dann sagen wir ciao.